Pünktlich vor dem Beginn der Osterferien bietet der Düsseldorfer Airport seinen Fluggästen einen neuen Service. Mit dem neuen DUS Gateway will der Düsseldorfer Airport verhindern, dass zu viele Passagiere gleichzeitig die Sicherheitskontrollen passieren. Wir wollen wieder ein entspanntes Reisen am Flughafen Düsseldorf ermöglichen und wollen auch, dass sich Bilder wie im vergangenen Jahr, wo sich teilweise extreme Schlangen gebildet haben, vermeiden. Ganz neuralgisch ist natürlich die Sicherheitskontrolle. Und hier wollen wir ein Angebot schaffen, dass die Reise durch die Sicherheitskontrolle auch an den absolut verkehrsreichsten Spitzenstunden entspannt und planbar für den Passagier ist. Und somit hat er die Möglichkeit, online sich ein Zeitfenster bei der Sicherheitskontrollstelle zu buchen, wo er dann einkalkulieren kann, dass er nicht mehr als 10 Minuten warten muss. Von daher könnte es die Prozesse ein wenig beschleunigen, indem wir dem großen Zustrom zum gleichen Zeitfenstern von Passagieren etwas entgegensteuern könnten. Denn im letzten Jahr war es beispielsweise so, dass viele Passagiere zum gleichen Zeitpunkt an der Luftsicherheitskontrollstelle aufgetreten sind und dadurch dann teilweise auch die Zeitfenster für andere Reisende, die dann vielleicht zeitgemäß an der Luftsicherheitskontrolle waren, etwas gefüllt haben. Die Anzahl der Slots wird tagtäglich auch ein bisschen angepasst von unseren Erfahrungswerten. Wir gehen davon aus, dass wir pro Stunde so an die bis zu 140 Slots in der Anfangsphase anbieten. Wenn wir dann merken, dass das Angebot gut angenommen wird, würden wir das da auch entsprechend erweitern. Ab dem 28. März 2023 können sich Passagiere ihre Slots im DUS Gateway buchen und so die Dauer der Sicherheitskontrolle besser planen.